wieder zurück. Part 2 des lustigen Lecksuchspiels. Heute Nacht hat es bei uns mächtig gepisst, also wirklich mächtig gepisst. Der Truck stand draußen, weil ich heute auf die Arbeit fahren wollte. Mir war schon klar, ich werde heute Morgen Wasser finden, weil ja, war mir halt einfach klar. Ja, was sehr schön zu sehen war, hier war ziemlich alles trocken, bis auf so ein bisschen Feuchtigkeit, wie man jetzt hier sieht. Das habe ich alles raus geputzt und das trocken gelegt. Hier ist jetzt natürlich wieder drin, weil es hat, wie gesagt, mehrfach heute stark geregnet. Ja, und dann habe ich heute Morgen exakt an dieser Stelle hier Wassertropfen gefunden. Man sieht ja auch hier, das ist alles so ein bisschen dunkler als das hier. Ne? Das ist alles so ein bisschen mit Schwemmmarken, nenne ich es jetzt mal. Und hier das Ding habe ich mal abgemacht. Hier sieht man auch, das ist ziemlich feucht hinten dran. Hier hinten sieht man auch, da ist schon alles nass, da läuft die Brühe raus. Also das ist definitiv ein Punkt, da es auch ziemlich weit oben sitzt, wo das herkommt. Und ja, hier hinten gehe ich fast nicht davon aus, dass da irgendwo was steckt. Was ich jetzt machen werde, was jetzt mein erster Verdächtiger ist, nach den Rooflights natürlich, die ich aber von hier vorne prüfen kann. Also da werde ich mit dem Periskop gleich hier mit einem Endoskop mal reinleuchten, ohne das jetzt alles abzubauen. Was ich als erstes prüfen kann und werde, sind hier so Stellen, wo es runterlaufen könnte, ob hier in den Gummis Flüssigkeit steht, da drüben auch. Da gucken wir auch einmal. Hinten ist weiterhin alles trocken, also hier hinten ist auch nichts nass geworden. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es vorne irgendwo runterkommt. Ja, und wenn man sich die Türen anschaut, die sind jetzt hier auch trocken. Hier ist ein bisschen feucht, aber das ist halt auch der Gummi. Aber man sieht hier sehr schön, wie es außen am Gummi abläuft. Also hier der Gummi nach innen ist trocken. Hier innen drin ist trocken. Das muss also definitiv von hier vorne gekommen sein. Und der erste Verdächtige, den wir da haben, ist hier das Panel. Da unten drunter, wenn man die Wiper Blades abnimmt, sitzt ungefähr hier der, wie heißt er, der Einlass für die Frischluft. Wenn ich also nicht auf Umluft stelle, sondern die Frischluft damit reinnehme, dann ist das der Punkt, wo die reinkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier drin einfach was verstopft ist, das Wasser nicht ablaufen kann und da reinschwappt. Das gucke ich mir als erstes an, weil das geht relativ easy. Nimm die zwei Wiper ab, drehe hier diese vier Torx-Schräubchen raus, ein Plastikschräubchen, es geht ganz einfach, und guck mir das an. Zweiter Punkt sind die Rooflights, die Caplights, und dann werde ich mir auch noch das Seal hier an der Windschutzscheibe anschauen, wobei ich das nicht so ganz abmachen möchte. Das werde ich mir angucken, indem ich Wasser drüber laufen lasse. Um die Wiper abzubekommen, müssen wir auf der Seite diesen Metall-Tab nach außen schieben, mit dem Schraubenzieher, am besten mit der Hand natürlich, aber meistens geht es nicht so einfach. Dann kann man diese Wiper-Arms einfach nach oben abziehen. Und das werden wir jetzt tun. Ich klemme euch mal irgendwo hin, zeige euch das mal bei einem. Beim anderen muss ich darüber klettern, dann mache ich es alleine. So, ein bisschen nach oben ziehen. Dann diesen Pin nach außen prömmeln. Und dann müsste der eigentlich auch schon abgehen. Da muss man ein bisschen wackeln. Die Dinger sind meistens ein bisschen ankorrodiert. Das ist vollkommen okay. Die bleiben auch oben. Ne? Man sieht das jetzt, der geht nicht mehr runter. Wenn der Pin rausgezogen ist, dann bleibt der Wiper oben, wo er ist. Geht also nicht mehr ganz auf die Scheibe. Und da ist er auch schon ab. Und genauso machen wir das beim anderen jetzt auch. Geht also, wie gesagt, ziemlich einfach. Bisschen ankippen, Pin rausziehen, dann hält er, aufpassen, netten Finger reinbringen, da ist eine Feder drin, tut weh, sage ich euch, wie es ist. Den zweiten mache ich jetzt selbst und dann, wie gesagt, hier diese Schrauben, original sind es diese Torx-Dinger, das hier ist schon nachgerüstet, das sind 5 Stück, glaube ich, und dann kann man das Plastikteil einfach abheben. Und dann sollten wir hier unten diese Gehäuse sehen, da muss irgendwo ein Ablauf drin sitzen. Ich vermute oder hoffe, dass der auf der Seite da drüben einfach verstopft ist. So, ab ist es. Hier vorne die
Die Gummileiste muss natürlich noch runter, ganz klar. Dann aufpassen, hier sitzen die Sprühwasserschläuche dran. Am besten hier das T-Stück abmachen. So, und das ist jetzt quasi, wenn ich das so richtig sehe, der Einlass hinten. Jetzt die große Frage. Hier steht kein Wasser drin, das heißt, der Drain ist auch nicht verstopft. Jetzt haben wir noch die Option, einfach mal ganz klassisch hier die Bar abzumachen, zu gucken, ob da hinten drin Wasser runterläuft. Wobei dann oft hier aus dem Schraubenabdeckungsdingens Wasser raustropft. Mysterious Leak. Gut. Jo, wir gucken einfach. Wir schauen uns den ganzen Wix jetzt Stück für Stück an. Was man auch schön sehen kann, ne? Hier ist schöne Rostmarken. Da läuft also immer mal was runter, aber das kann tatsächlich auch ganz einfach Schwitzwasser sein, weil das war hier unten schon ganz schön geschwitzt auch. So, ich glaube, die Lecksuche ist abgeschlossen. Ich habe jetzt hier mal das Handschuhfach rausgenommen. Das hier ist das Blenddoor. Das heißt, das Ding geht auf und lässt die Umluft quasi zirkulieren. Das passiert, wenn ich jetzt auf Max AC stelle, dann würde diese Unterdruckdose hier dran ziehen und würde damit das aufklappen, was sie jetzt natürlich ohne Unterdruck nicht macht. Und dann macht der Kasten folgendes. Er schließt quasi, wenn ich auf Max AC stelle, hier die Außenluft ab. Das heißt, die Klappe geht zu, das Ding ist dicht. Bedeutet, wenn das Wasser dort reinkommen würde, wäre es möglich, wenn ich auf Max AC stelle, dass das Wasser draußen bleibt. Was ich aber jetzt rausgefunden habe, man muss halt manchmal wie ein kleines Kind mit seinen Fingern arbeiten, um das rauszufinden. Jetzt will ich keine dummen Sprüche hören. Hier oben sieht man diese Schaumstoffisolierung. Und genau hier hin in der Ecke ist die feucht. Und das kommt von oben drüber. Und der Ausschnitt, wo dieser Heater-Dulli, dieses Blenddoor sitzt, wobei ich weiß gar nicht, ob das Blenddoor ist, das stimmt nicht, weil das Blenddoor sitzt nämlich hier hinten irgendwo drin und mischt warme und kalte Luft zusammen. Was ich hier habe, ist das Circulation Door, um halt die Außenluft abzuschirmen. So, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt mal in dieses Loch, in die Richtung, dorthin, wo ja hier drunter die Box sitzt, und schauen uns das mal mit dem Endoskop an. Während ich jetzt hier balanciere, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem unteren erkennt, ich glaube, da ist ein Nest von irgendwas, das muss ich rausholen. Hab vielleicht ein bisschen übertrieben, es war jetzt kein Nest, es sah aber so aus, es war ein bisschen Schmu, ein bisschen Schund, den habe ich jetzt weg. Mit dem Schlauch ganz wenig Wasser da reinlaufen lassen. Aber ich fahre mal ein bisschen Wasser rein. Hier unten kommt es raus, das ist halt der typische Austritt, wo die Pisse raus soll. Und jetzt ist die große Frage, wird es hier feuchter? Also das Pad, ich glaube, das ist Dashpad, ist tatsächlich feucht, aber na gut, riecht jetzt nach Diesel. Ich habe Diesel angegriffelt. Ich glaube nicht, dass das jetzt frisch gekommen ist. Ich mache jetzt das Ding hier auch nochmal ab. Ich will jetzt nochmal da gucken, ob da Brühe drin ist. Der Piller ist auch mal ab. Der ist, ja, man sieht zwar hier, dass da schon mal Wasser rausgekommen ist, aber das war nicht jetzt aktuell. Hier ist alles staubig, da ist kein Wasser runtergelaufen. Aber jetzt kommt's, wenn man da hinten reinguckt in das Loch, ich hoffe, man erkennt das irgendwie auf der, mal kurz mit der kleinen Lampe rein leuchten. Ja, man kann das ganz beschissen nur sehen. Aber da hinten drin, unten am Scheibenrand, ist alles nass. Hier hinten dran sitzt die Pisse. Und ich habe keinen Plan, wo es reinkommt. Jetzt gehen wir auf die Lecksuche. Ich gestehe, ich habe das heute Mittag aus reiner Neugier schon gemacht, deswegen kann ich das jetzt vereinfacht zeigen. Ich habe hier einen Garten, Blumen, whatever Sprüher. Da ist Seifenwasser drin, also gutes altes Spüli,
mit Wasser. Damit sprühen wir jetzt den Scheibengummi ein. Jetzt montiere ich euch mal hier unten. Was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt einfach Druckluft und blasen von innen die Scheibenränder ab. So, und wie ihr euch denken könnt, da hier unten drunter komplett um die Scheibe eine Urethanklebewurst läuft, sollte da natürlich nirgends eine Luftblase kommen. Ne? Also unten, wo ich gedacht habe, ist es tatsächlich trocken, da passiert nichts. Und dort, wo ich eigentlich gedacht habe, ist alles safe, hier oben sitzt wohl überhaupt keine Dichtung mehr dahinter, also sehr wenig, weil ich muss nur in die eine Ecke blasen und die ganze Scheibe blubbert. Drüben habe ich gar nicht mehr weiter probiert. Ja, jetzt gibt es natürlich zwei Optionen. Option 1 ist gute alte Methode nach meinem Opa. Braunes Silikon kaufen im bestmöglichen Baumarkt und einfach alles zuschmieren bis oben. Hilft vielleicht ein halbes Jahr, sieht aber da schon scheiße aus. Option 2 zum Karosseriebauer, Schrägstrich Autoglas oder whatever, laden, fahren, neue Scheibe kaufen. Kann man natürlich hergehen und kann sagen, ich mache das über einen Glasschaden. Wenn man sowieso einen Steinschlag drin hat irgendwo, dann bietet sich das an mit 150 Euro. Ich habe auch schon nachgefragt, neue Scheibe ist aber nicht lieferbar vor Mai, Mitte, Ende Mai. Aber mein lokaler Glasshop hier, der nimmt mir die Scheibe auch raus und klebt sie mir frisch und dicht ein. Da habe ich natürlich schon noch fein Garantie drauf, dass das dicht ist. Das Einzige, was ich order, ist hier außenrum diesen viereckigen Dichtgummi. Den habe ich bei LMC Truck bestellt. Der kostet ein Apfel und Ei. Der kostet 19 Euro. Wow. Und diese Pins hier, von denen ich es gestern schon hatte, diese Plastikschnubbis mit Gewinn und die Gegenstücke, wo ja einer schon quasi gefaked war und nicht hält, die habe ich auch mitgeordert. Die kosten nämlich sage und schreibe 1,90 Dollar das Stück. Was es leider nicht mehr gab, beziehungsweise was ich noch mitgeordert habe, ist hier vorne dieser Hood-Gummi einmal komplett neu. Den habe ich also einmal mitgeordert. Was ich leider nicht bekomme, was gerade backordert ist, sind hier diese Retainer, aber ja, das sind letzten Endes nur Moosgummistücke. Ich klebe die erstmal fest und gucke dann einfach, ob ich die nachbauen kann. So viel dazu. Also einfacher Weg, um ein Leak zu finden. Ein sehr einfacher Weg, um ein Leak zu finden. Seifenwasser und Druckluft. Was auch funktioniert hätte, wäre den Truck anmachen, Gebläse auf Maximum stellen, alle Türen, alle Fenster zu, natürlich Außenluftansaugung mit aktiv lassen, dann hätte der angesaugt, hätte die Kabine ein bisschen unter Druck gesetzt, dann hätte man das auch gesehen, aber mit so ein bisschen gezielter Druckluft geht es natürlich auch super, ne? Ob das jetzt aus der Dose ist, aus dem Kompressor, ist erstmal scheißegal. Jo, das heißt für mich jetzt, das ganze Gelursch wird wieder zusammengebaut und dann sind wir damit fertig. Dann warte ich auf den Dichtgummi und dann gibt es einen Termin beim Karosseriebauer. Dann ist der Truck da 1-2 Tage und dann ist das neue Scheibchen drin oder das alte Scheibchen wieder drin und hoffentlich alles dicht. Und bis dahin kann er noch ein bisschen abtrocknen. Dann sind wir alle auf der sicheren Seite hier. Das war's. Cool, oder? So, dann hätten wir das. Für mich jetzt noch ein bisschen Work to do, für euch Ende des Videos.